Morgen, Leute. Ein bekanntes Bild. Ich bin, wie ihr an dem Kopf seht, auf der MS Rockfish. Stimmt's? Das stimmt. Wir sind wieder unterwegs, Leute. Und ihr werdet euch bestimmt denken, wieso macht ihr das Video jetzt zum dritten Mal? Weil es einfach verdammt nochmal wichtig ist, sich um unsere heimischen Gewässer zu kümmern. Und deswegen haben wir uns wieder während der Schonzeit hier in Berlin versammelt, um ein bisschen aufzuräumen. Gerade über Silvester ist da ganz schön viel Scheiß im Wasser gelandet. Was ist heute Fokus? E-Scooter? E-Scooter ist heute Fokus, unsere Zielfischart. Wir machen es immer im Winter, weil das Wasser dann so klar ist, dass wir einfach sehen können, was unten auf dem Grund liegt. Wie viele holen wir raus? Was ist das Ziel? Oh, du hast bessere Infos. 25. 25? Das halte ich für sehr viel. Ich sag 12. 23. Jan, was ist denn der E-Scooter-Tagesrekord? Der E-Scooter-Tagesrekord sind 27 Scooter. Oh! Meine Ziel Prognose heute? Sind grade, 20 schaffen wir. Ah, okay. Aber sag mal, ja. Silvester war ja, also eigentlich eine gute Jagdsaison gerade. Ja, richtig. Da sind oder? Die auf jeden Fall, da sind die am Spawn, die sammeln also Leute, sich. Leute, das Krasse ist, wir haben im Oktober schon eine Aktion gemacht. Und da hatten wir, glaube ich, 4 Scooter oder so. Mhm. Genau da, wo wir jetzt heißt, ist alles, was da drin ist, ist ein seit Oktober erst drin. Und jetzt, ihr werdet euch ganz schön umgucken, das ist erschreckend. Oberbaumbrücke, Hotspot in Berlin zum Scooterangeln. Da ist er, der Erste. Ah, seht ihr, ich hab mal Handschuhe hier. Ja, nehme ich. Jawohl, Leute, der erste Fall. Grunde? Releasen? Ja. Nein, nehme ich mit für meinen Schwarzbart. Darfst du doch nicht releasen, Mann. Das ist verboten. Anzeige ist raus. Es ist ganz wichtig, dass wir einen Fisch gefangen haben, Leute, weil es gibt keine Yoshinator-Folge ohne Fisch und somit kann ich die Folge hochladen. Ja, das sind Grunde PB. Guck mal, da unten ist noch eine viel größere. Oh ja. Schöne Dublette. Hast du einen Eimer da? So, Leute, die werden jetzt gekillt und geben wir heute Abend meinem Schwarzbarsch im Aquarium. Seht ihr natürlich auch. Boah, Jungs, was ist das denn für ein Tier, Alter? Damit bist nicht du gemeint, Dasse. Ein Radtier. Hier mit einem Tier, da hast du noch mal was für den. Noch eine Runde, noch mal was für Itchy, jawollo. Und dann noch eine. Alter. Junge, ja, und hier ein kleiner Krebs, guck mal hier. Ein kleiner Krebs. Welcher ist das jetzt hier? Ich würde auf den Kammerkrebs tippen. Die haben häufig, müsste man sehen, der ist noch sehr jung, aber der hat so leicht rot-röstlich angefärbte Streifen auf dem. Okay, und der auf dem hinteren Teil. Der muss released werden oder wird der auch Schwarzbarsch? Der ist super für dein Schwarzbarsch. Darf ich den releasen? Nein, eigentlich nicht. Lässt ja nicht auch eine invasive Art, okay, ne? Okay, invasive Art. Rein hier. Ganz stark. Oh, guck mal hier, die fette Grunde, Alter. Ja, guck mal. Das ist echt. Und jetzt überleg mal, die hat so die hat vielleicht 10, ne? Und die ich hatte waren 23. Ey, die Jan hätten wir zum Dings gebraucht. Zum Köderfisch, ne? Guck dir mal die Brustflossen an, wie riesig die sind, ne? Die sind schon geil, die Dinger, ne? Die sehen schon cool aus. Ja, Leute, und die Roller befinden sich natürlich nicht unter der Brücke, sondern von da oben ungefähr so 2 Meter Wurfdistanz von der Kante oben. Weil so weit kann man die natürlich nicht werfen und Strömung gibt es hier nicht. Also ungefähr hier in diesem Streifen liegen die. Hier liegt auch der meiste Müll. Aber man sieht hier schon gut den Grund. Ja, ja. Also wenn hier welche sind, dann sehen wir die auf jeden Fall. Hier ist einer, ja. Hast du? Wir haben ihn. Petri-Männer, guck mal, gleich wieder 3 Grundeln. Alle in Eimer da. Guck mal hier. Geht auch noch so. Ah, Gummifisch ist auch dabei. Wie der Zufall es so wollte, haben wir in dem Fahrradkorb einen Köder gefunden und es ist tatsächlich ein Mace von Dustin, ein Predator. Kannst du noch die Farbe erkennen? Es sieht aus wie entweder 10. Musst du wahrscheinlich zerreißen, um es zu erkennen. Ja, es müsste ein bisschen trocknen. Also es ist entweder 10.03. Dustin! Oh, jetzt müssen wir den nächsten Tag, Leute. Rückwärts! Ich muss wieder ran. Die Arbeit ruft, aber ja, wir tauschen gleich mal. Ich bin auch gleich dran. Es macht mich sehr stolz und sehr froh, dass der Köder nicht abgerissen wurde, aber zumindest, dass die Leute den Köder fischen. Okay. Der liegt auf jeden Fall schon länger drin, der Roller. Kann nur da. Das ist ein. Nee, das ist auch nicht. Fox. Wir fahren einmal komplett rum. Kein Problem, ihr habt Zeit. Meinst du die denn? Du auch? Haben wir nicht. Ja, mach ich. Ja, gleich. Fahr schon mal vor. 3 Roller und ein Fahrrad haben wir schon. Erschreckend, oder? Für den ersten Bogen hier. Aber echt. Wahnsinn. Wahnsinn. Und auch wie viele Fische da drin sind. Alles voll mit Grundeln. Ja, jetzt bestimmt schon 20 Grundeln. Boah, Junge. Alter, das ist ein richtiger schöner Zanderköderfisch. Die können beißen. Oh, ne? Schön mit dem Typ, Alter. Petri,
Danke. Tolles Tier, Alter. Boah. Schön gefärbt. Aua, die können echt richtig beißen, Alter. So zwingen, ja. Alter, die haben richtig Power im Maul. Hinter der Mauer ist der Haufen. Jawohl. Aber ich kann euch nicht mal versprechen, ob der da ist, weil ich hab nichts gesehen. Ja. Okay. Nicht melken lassen. Alles gut. Danke dir. Danke, Chef. Wir haben jetzt einen Tipp vom Passanten bekommen, dass da wohl einer liegt. Oder mehrere. Ein ganzer Haufen. Ja, ich seh die schon. Die sind auf jeden Fall da. Oh ja, da liegen welche. Einkaufswagen und alles da drin. Ja, hier ist ein Roller. Hier ist ein Roller. Hast du? Ja. Jawohl. Zack, der nächste. Also wir können dem Ziel mit 20 echt näher kommen. Ich hab 12. Ist Weitwinkel, du brauchst nicht in die Knie gehen. Also ich weiß, du gehst gerne vor mir auf die Knie, aber jetzt ausnahmsweise brauchst du nicht. Ja, das ist ein Plan. Das Problem ist, wir können heute nur die Roller mitnehmen, weil wir keinen Container bekommen haben, wo wir den Schrott drin hätten abladen können. Die werden heute noch abgeholt. Aber alles weitere müssen wir ein andermal machen. Hier ist eine Pfandflasche. Ja, richtig. Ali, was machst du da? Mit dieser Nase, man muss ein bisschen Material optimieren. Oh, der hängt knapp. Der hängt knapp. Ja. Was ist das, der Haken abgeht? Hast du ihn? Ja. Was ist das? Scheiße. Das ist ein Stuhl. Da ist er. Entschneidert. Hier ist der andere, komm gleich ran. Warte mal. Hier, ich hab hier. Warte mal, der Haken hängt hier noch drin. Warte mal kurz. Warte. Dann würde ich euch jetzt kurz abholen. Jo. Das ist ein anderer, oder? Das ist ein anderer. So, wir haben jetzt hier schon einen relativ großen Haufen. 12 Stück sind an Bord. Ja, jetzt ist gerade noch das Kamerateam vom Sat1 Frühstücksfernsehen dazugekommen. Die drehen auch noch ein bisschen, machen einen kleinen Beitrag. Ist auf jeden Fall top, dass das Ganze so viel Reichweite wie möglich bekommt, dass es im besten Fall so viel Nachahmer wie möglich gibt. Also nach anderthalb Stunden haben wir jetzt schon, ich glaube, 12 oder 13 Roller gesammelt, 3 E-Fahrräder. Stehen wir nochmal direkt vor der Mercedes-Benz Arena, die ist da hinten. Und hier an der Uferpromenade liegen auch nochmal ein paar Roller. Echt erschreckend. Ganz frisches Ding. Ja. Können wir eigentlich wieder auf die Straße stellen. Jetzt kommt der nächste raus. Ein bisschen Publikum ist auch am Start. Heftig. Fährt noch. Achtung. Aber die leuchten noch da. Wir haben es geschafft, Jan. Wir waren am nächsten dran mit 14. Du, ne? Du hast gesagt 12. Challenge gewonnen. Ja. Immerhin etwas. Sind wir fertig? Ja, sind wir fertig? Jan, Basti, wie immer, geil gewesen, Spaß gemacht, was Gutes für die Umwelt getan. Ja? In der Brotbuchse? Ja. In der Brotbuchse ist Brot. Maskottchen. Der Captain. Unser Maskottchen. Guck mal, hat auch eine kleine Route sich zusammengebaut. Ja. Ich fahre jetzt nach Hause, Leute, und dann gibt es noch, wie versprochen, die Fütterung vom Schwarzbarsch. Die Grunden sind natürlich in den Himmel gewandert, aber wird trotzdem cool. Der hat schon 3-4 Tage Kohldampf. So, Leute, ich bin zu Hause angekommen. Ich habe die Jungs hier mal erledigt. Echt. Die sehen so abgefahren aus, sind so komische Tiere. Aber, ja Leute, die haben in unseren Gewässern nichts zu suchen, sind Laichfresser, also die fressen den Fischlaich von anderen und deswegen gefährden sie unsere heimischen Fischarten, deswegen muss man sie entnehmen, wenn man sie fängt. Man könnte sie jetzt essen, schmecken tatsächlich wirklich gar nicht so schlecht, habe ich mir sagen lassen. Irgendwie Knuspergrundeln hat man schon öfter mal gesehen. Die enden allerdings als Futter für meinen Schwarzbarsch. Das werde ich euch allerdings morgen zeigen, weil da ist jetzt schon das Licht aus. Die Kollegen, eine Nummer größer, die kommt in ein Tütchen in den Gefrierschrank und wird irgendwann mal beim Barschangeln auf Köderfisch eingesetzt. Und die Kollegen, mit denen werde ich dann mal auf Zander angeln. Also Zanderköderfische, Barschköderfische und Futter für meinen Schwarzbarsch. Könnt ihr mal unten reinschreiben, ob ihr schon mal mit Grundeln als Köder auf Zander geangelt habt. Ich habe so oft Grundeln in den Mägen von Zandern und Barschen gefunden, wenn ich mal welche mitgenommen habe, dass es eigentlich so easy funktionieren muss. Natürlich sind nicht mehr lebendig, aber ich glaube, es ist scheißegal. Ich werde es probieren
Ihr werdet sehen auf meinem Kanal. Kleiner Trick, Leute. Sortiert die Köderfische, die ihr einfriert, immer so, dann könnt ihr die einzeln entnehmen. Also die Grundeln, die großen habe ich jetzt so reingemacht. Die frieren dann nicht im Klumpen. Die kleineren, die werde ich auch noch ein bisschen verteilen. Die mache ich so rein. Und die ganz kleinen so. Und die Tüte kommt dann hier einfach vierfach oben raufgelegt. Dann können die einzeln gefrieren, ohne zusammenzukleben. Und dann kann man die auch einzeln entnehmen. Was auf jeden Fall hinterher den ganzen Klumpen vermeidet. Da ist er. Der Hungrige. Na, Digga? Hast du Bock? Mal gucken, wie viel er wegmacht. Der Rest wird eingefroren. Sind für auch alle Größen dabei, aber die wird er sich auf jeden Fall richtig wegschlürfen. Der hat richtig Kohldampf. Da unten hat sich der eine Krebs versteckt. Der war schnell genug. Mal gucken, wann er sich den schnappt. Wir fangen mal an mit dem allerkleinsten. Den wird er sofort wegpusten. Puff. Nummer 1. Jetzt werden wir langsam größer. Größere hier. Na, das schmeckt dir, ne? Mal gucken, ob er rausspringt. Jo. Ah, ich liebe diese Schmatzen. Ist übrigens auch gerettet von mir, Leute. Und zwar war der Kollege in einem Parkteich, wo jemand einen Schwarzbarsch tatsächlich gefangen hat und dann das gemeldet hat. Und dann wurde das Ding einfach komplett leer gemacht quasi und ja, die Fische wurden getötet, den konnte ich noch retten. Und ja, jetzt habe ich den schon ein bisschen und züchte den ein bisschen groß. Da muss ich mir überlegen, was damit passiert, aber wahrscheinlich kommt er in ein größeres Becken. Er hat auch noch einen Kumpel drin, aber den Kumpel hat er nicht gemocht. Scheiße. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir! Auf dem Boden! Ist der blöd! Hinter dir! Jetzt sieht er. Buff. Mit Steinen. Die rieseln dann immer. Boah! Die rieseln dann immer aus seinen Kiemen raus. Zack! Ja. Oh. Zack, komplett weggepustet direkt. Ey, sind so welche, so eine Fressmaschine, die Dinger. Ich glaube, jetzt ist er satt. Ich glaube, jetzt ist er satt. Ja. Oder? Ist so geil, der Typ, ey. So, eine letzte noch. Stell dir mal vor, jetzt kotzt er so, bumm, alle aus. Barsch ist satt, die Spree ist sauber. War ein geiler Tag, hat Spaß gemacht. Wie schon oft erwähnt, supportet die Spreepublik. Schmeißt keine Sachen ins Wasser. Macht's gerne nach, wenn ihr sowas seht. Also die Dinger rausholen, nicht die Dinger ins Wasser schmeißen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst dem Kanal gerne ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao, ciao.